wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries vorgefeuchten, feuchten Chloroformtüchern von Kindercatch mit Vanilleduft. Wow, ich spaziere ganz unschuldig zur Kirche, nachts dunkel, wenn es allein ist. Oh nein, da ist Pater Johnson. Aber Moment mal, er kann mich ja gar nicht catchen, weil er kein feuchtes Chloroformtuch hat. Ups, was ist denn das? Er hat eine kleine Dose mit feuchten Tüchern. Mann, der Mann ist gut vorbereitet. Jetzt neu von Kreis Industries, von Kindercatch. Wow. Warum läuft er denn nicht weg? Wow, keine Ahnung. Er hat doch die Dose gesehen. Was? Ja, aber warum machst du jetzt vorgefeuchte, feuchte Chloroformtücher? Ich verstehe den Jungen nicht. Vorgefeuchtete Chlorophyllformtücher. Und was ist das für eine neue Untermarke von dir? Kindercatch von Kreis Industries? Kika. Kika TV. Kindercatch TV. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Bitte. Bitte, Timmy. Wo bist du? Timmy, lauf einfach. Was willst du? Oh nein, Pater Johnson, aber er ist gar nicht gut vorbereitet. Huch, was ist das denn für eine Dose? Sind das vorgefeuchte, feuchte Chloroformtücher? Jetzt hat er mich, die alte Sau. Das ja, war's. Das war's. Ich ergebe mich. Ich könnte mit meinem Handy noch schnell einen Standort absenden. Aber es riecht so gut nach Vanille und ich bin so betört. Ja. Es riecht so gut nach Vanille und langsam breche ich zusammen in die Welt des Schlafes. Woher wussten Sie, dass ich Vanille am liebsten rieche? Oh Gott, eigentlich. Stell dir mal vor, du entwickelst irgendwie, weißt du, so auf ionischer Basis oder so, so einen Duftstoff, der im Gehirn aber immer genau das. Der Fernseher ist angegangen hier unten. Okay. Der immer genau das an Geruch auslöst. Also es riecht für jeden anders, weißt du, so. Ja, egal, das geht so ins Gehirn. Hier oben liegt ein Unterkiefer. Und das Gehirn sagt jetzt... Du hast wieder eine neue Idee, ne, für K-Industries. Für den einen riecht's nach Schokolade, für den anderen... Hier, zweier Wert, am Kamin. Am Kamin? Am Kamin. Karmin. Wo, an welchem Karmin? Hier, im Karnevalzimmer. Ach, da hinten. Ey, hier hatten wir noch nie einen Geist. Nee, das ist Premiere. Dreier. Wurde Oma verbrannt im alten Kamin. Oder hatte man noch Hausverbrennungen? Könnte so eine... So eine Twin-Sache. Ist ein Bubbel. Ein Bubbelech, er ist direkt vor mir in den Boden gegangen. Elektrische Störung. Ist das ein Floorbubbel? Und Dampf. Alter, Elektrodampf? Bubbeldampf und elektrische Störungen. Könnte also hier Reitschuh sein, oder? Oder auch, Warte mal, Beweise? Verstorbener Vodafone-Mann, die haben auch dauernd Störung. Frost hatten wir jetzt und Bubbel. Nee. Onryo, was war Onryo für einer? Wir hatten wirklich einen Orbus Maximus und einen Temposchock. Temposchock hatte ich, ja. Weil da drin ist richtig Portell. Also EMF kann es nichts mehr sein. Finger kann es sein. Buch kann es sein. Dots kann es sein. Box kann es sein. Okay. Ich habe mal ein Buch dabei und nochmal eine Camouflage-Kamera. Kamera au Camouflage. Was sagt er? Gib mir eine Ringle Roses hier drüben. Eine Ringle Rosie? Sie hat mir eine harte Rosie von hinten verpasst. Rosetten Rosie. Eine alte Ring Rosie. Ich hab mir den Rosenring geküsst. Ich hatte meine Tante, die hieß Rosie. Die hat mich eben am Fleischrosenring massiert. Rosie hat viele Männer gehabt. Wo bist du? Ja, das Rösel hat sie alle gehabt, ne? Also Fingerabdrücke sind weg oder was? Bist nee, du hier? Genau, könnte ein Handtuch sein. Ich sag ich auch, Finger, Buch, Box und Dots. EMF fällt nur raus, ja. Bist du hier? Verhinderungsmann rein. Sag nichts. Bist du ein Kind?
Meld dich, wenn du geil bist. Nee. Das hat gar nicht geklappt. Ich gebe jetzt 555 geil. 555 I am horny. 555 horny pokorny. Hast du nicht dann gemacht? Nein. Alter, der Donner! Okay, also Fingerprügel gibt's keine. Ich sag, es ist ein Buch. Margaret Miller! Margaret Miller! Alter! Die, oh. die hat voll... Oh. Hat mich angemillert. Sie hat reingehaucht. Miller Mouth. Mit ihrer Raucherlunge. Ja, aber Dots sind da auch keiner bis jetzt. Und wenn die da wirklich abmillert, hätten wir doch schon längst eine Verdotzung gehabt. Ja gut, ich habe jetzt auch die Dotticam noch nicht so lange geprüft, ne? Jetzt, ich mach mal einen kurzen Dotticam. Observieren Sie bitte die Verdotzung an der Kamera. Ich verdotze mal kurz einen Augenblick. Dr. Dots Schwinger. Dr. Dotter Gesicht. Es ist von außen irgendwie fest, wirkt von innen aber recht flüssig. Oh, Dottel, in den Kamin ist sie gerannt, ja. Hat sie den Kaminflitzer gemacht? In den Kamin geflitzt, Alter. Margaret Miller. Ajurek. Zeige dich. Margaret Miller, gib uns ein Zeichen. Wieso brauchst du noch ein Zeichen? Ahnung, ich wollte sie noch mal sehen für ein Foto. Margaret Miller. Wir beschwören dich, Margarete Miller. Gib uns ein Zeichen. Margaret, ruf meine Frau Margaret an. Margaret Miller. Wurdest du im Kamin verbrannt? Ja. Okay. Haben wir denn noch irgendwelche Aufgaben, so Challenges? Talentshow haben wir. Entkommen Sie im Geiste. Oh, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen, ne, das mache ich mal. Ich nehme einen heißen. Ja, man macht nur eine Kerze und ich. Oh, wir haben keine Stäbchen mehr. Ich habe alles reingepackt, was ich hatte. Wir haben nichts mehr. Hör, auch nur eine Kerze. Sie haben nur eine Kerze. Was ist denn da los? Alter. Oh, wir haben irgendwie Ausrüstung vergessen. Ist die Kerze oder wieder wir ausgegangen? Haben nichts mehr. Im Regen. Ist wirklich ausgegangen. Wegen Regen. Margaret Miller. Eigentlich voll viel eingekauft. Ich muss einfach nochmal einkaufen. Ich habe ja immer noch 15.000 oder so. Oh, ich habe hier drinnen ist noch eine Kerze, die habe ich auch angezündet. Indoor. Vom Besitzer die Kerze schön abfackeln. Echt Kamin anzünden, das wäre richtig lässig. Nee, das geht leider nicht, ne? Margaret Miller! Nicht. Wir beschwören dich, du alte Sumpfjole. Die alte Millerjole. Oh. Ja, die macht da nichts. Hm. Ich glaube, die ist weg, du. Guck mal, die Kurve ist total flach. Eine flache Kurve, du? Margaret, du hast eine ganz schön flache Kurve. Margaret ist ein ganz schönes Bügelbrett. Blow mal the candle, Margaret. Ja komm, 5 Euro, 50 da. Ja, was war der Geist jetzt? Beweise? Jurei, oder? Dotzel, Ejurei. Ejurek. Ejurek. Alter Jurek. Oh, alter Jurek. Ach, Onkel Jurek hat wieder gemacht. Hat er gemacht, den blow die Kerze. Wir haben ihn bekommen. Oh, gute Kerze. Hat er gemacht, noch ein bisschen Kolofkolotsch. Hat kleine Kolofkolotsch auf Lippe gehabt. Koloschkolokotz. Koloschkokotz. Er hat ein bisschen Kotzlippe. Ach, guck mal, aber es war jetzt ja nichts, ne? Hey, 90 zahlen ja Mark quasi 50, drauf. Ja. Gehen wir mal noch in den Shop rein. Habe ich überhaupt noch Kerzen? Ich glaube, ich habe alle. Kerzen sind weg. Kerze. Jo, eine habe ich. Aber Kerzen nachgekauft, du. Aber ich kaufe jetzt hier generell mal noch Zeug. Kauf, kauf, kauf. Bisschen Kaufi-Kaufi. Stimmt, ich habe keine Kerzen im Besitz. Warum nicht? Ja, irgendwie, wir hatten noch diesen Rektalgeist. Der hat ziemlich viele verschlissen. Verschissen hat er viele. Hat einen sehr hohen Kerzenverschweiß. Verschweiß. Bewegungssensoren sind teuer, ne? Alles ist teuer, ne?
Ja, Räucherstäbchen, warum sind die alle weg? Das kostet alles nichts hier. Ja, aber irgendwie haben wir es halt, das sind halt so Einweggegenstände. Ja, Audiosensoren hier, kannst du alles, ich meine, ne, im Endeffekt habe ich immer noch so viel Geld. Wir sind wirklich zero Räucherstäbchen und zero Bewegungssensoren, alle weg. Eine Kopfkamera besitze ich noch, habe ich nicht. Lagerbestand ist im Moment schwierig, sagen wir es mal so. Man merkt halt, wir sind im Moment, die Lieferketten sind unterbrochen, ne? Ja. Auch bei uns in der Geisterjagd. Chipmangel. Chipmangel und Mehlmangel, weil die meisten Geisterinstrumente bestehen aus Mehl. Das wissen die wenigsten Leute. Woher sollen die das wissen, du? 90% aller Geisterinstrumente bestehen aus Mehl. Und Olivenöl. Und Olivenöl. Ah, nee, Olivenöl gibt es noch ohne Ende. Nee, Pflanzenöl aber, ist. Ja. Pflanzenöl, weil die Leute Rapsige. So gerne, die frittieren halt zu Hause alle den ganzen Tag. Ihr Mehl. Ist Freiheit. Mehl frittieren. Fry for Freedom haben wir doch zur Zeit. Was? Five for Freedom? Five Fry. Fry for Freedom. Ich hab meinen Fuß in die Fritteuse gehalten. Jetzt hab ich einen knapper Fuß. Wow, Kreis Industry, die christliche Hosentaschenfritteuse. Das ist ja das Produkt, wo alle wollen, ne? Die Hosentaschenfritteuse ja, von das, Kreis Industry, also, die ist ja ein Dauerschlager. Viele Anfragen schon bekommen. Auch von größeren so, ne? Hier, Tefal und so. Ist im Moment halt. Die haben gefragt, wie wir planen, das umzusetzen, ob sie damit einsteigen können. Ja, was war das? Weiß ich nicht. Ich hab eine Tür aufgemacht. Irgendwas gehört, so ein Blip. Einen Blip habe ich eben gehabt. Ich hatte einen leichten Blippen. Leichten, zarten Blippen. Nee, einen Blip haben wir, wenn plötzlich mal einer von uns verschwindet. Das ist, wenn Thanos dann... Oder, nee, war der Blip, als alle wiederkommen oder als alle weggehen? Weiß nicht, aber hier war eben gerade was. Ach, das ist doch bestimmt wieder hier so ein KitchenAid-Geist. Eben gerade so ein Blip. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Oh, hier ist eine alte Crackmatratze. Ich hab eine Bubbel. Eine Bubbel. Ja. A Bubbel. Wo? A Bubbel. Im Schlafzimmer, im Kinderschlafzimmer. Im Schlafzimmer wieder. Im Schlafzimmer. Schlafzimmer. Sag Schlaf. Schlaf. Sag Zimmer. Zimmer. Schlafzimmer. Ja, das heißt deswegen, weil Onkel Rudi. Oh, die Tür zugeschlagen. Bayer Doorwasher. Oh, Mund. Und ein Mauf? Bubbel Mauf? Ist es wieder hier dasselbe nochmal? Dasselbe nochmal! Dasselbe nochmal! Onkel Mundi hat Bubbel und... Onkel Mundi in seinem Schlafzimmer. Mundi in Schlafzimmer. Gemacht Kuluf Kulusch. Hat bekommen Viagras Spritze ins Skrotum. So Orb und Frost. Und oh, fällt der EMF schon mal raus. Ist es ein kleiner Jurek? Ist es wieder so ein schmaler Jurek? Ein kleiner Jurek. Dann wären wir ja richtig schnell so am Jurek-Dunastach. Hier sind Lumpen auf dem Boden. Unruhigend. Wo bist du? Was willst du? Guck mal, das Bild ist richtig unheimlich von der fiesen Nonne. Die Nonna. Nonna, meine Oma Nonna. Meine Nonna. Meine Nonna hat uns immer alte Kaugummis in den Mund gesteckt. Davor ist eine Oma, die immer ihre gebrauchten Kaugummis... In den so ein bisschen schiebt. Mehl und alten Nudelteig an den Fingern. Oh Madonna, oh, du bist unter der Hälfte, ne? Es könnte echt wieder einer sein, weil die haben nämlich hohen Einfluss auf Geisteszustand, ne? Ja, vielleicht. Oh, es flackert da drin. Tür ist zu. Hunted. Uiuiui, da ist so ein Schmaler. Ja, er kommt aus dem Zimmerchen raus. Ja, das ist so ein fieser Schmalhans.
Wer will denn den Nono langen? Er ist vorbei. Sehr beruhigt. Du kannst reden, ne? Ich habe ihn aber noch atmen gehört. Echt? Aber der Hand ist doch vorbei. Ja, aber er hat noch geatmet nach dem Hand. Mal schnell hier raus. So. Ach, da wollte er mich, du. Der könnte echt wieder, weil der hat, Juraj hat ja starken Einfluss auf die, aufs Gedärm. Ja, der hat so einen Darmfluss, so einen starken. Ja, aber während der Jagd haben wir jetzt, ne? Kerze noch ausblown. Er sah so ein bisschen aus wie so ein Cumberbatch. Ein dünner halt, ne? Vielleicht Gottesanbeterin ähnlich. Settle Dick Flundermatch. Cumberbatch, Clumberbatch. So, ich habe mal direkt eine Doppelpille genommen. Geh ja mal mit einem Verfunker rein. Verfunker könnte es auch noch sein, ne? Oder ein Finger. Fingerfunker. Jetzt mal mit dem Funker rein oder mit dem Finger? Ordentlichen Fingerfunk. Fingerfunk. Ich mach den Fingerfarbenpop, der macht dich voll an. Mädchen, ich pop dich die ganze Nacht. Pop, 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 pop. Wo bist du? Er war Alter, direkt, was ist jetzt los? Er war gerade ganz kurz direkt in meinem Gesicht. Wo bist du? Moment, wer reagiert denn heftig auf Räucherei? Der ist nämlich jetzt verschwunden für kurze Zeit. Wer war denn das? Woher weißt du denn, dass er jetzt verschwunden ist für kurze Zeit? Ich glaube, es haben die reingepatcht, dass dieser Effekt, dass der Geist durch die Räucherei für kurze Zeit gebannt wird. Gibt's doch diese Funktion, ne? Ja, ja. Dass es jetzt so angezeigt wird. Weiß ich nicht. Schauen wir mal rein beim Jura. Ist der Räucher anfällig? Ja. Wenn sie den Raum so ausräumen, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Ich glaube, es ist wirklich ein Jura. Weiß es nicht. Ja, ist es. Ist er gedotzelt? Er ist gerade gedotzelt, ja. Siehst du? Weil das ist der Jura-Indikator, wenn es rot flackert. Der Jura-Effekt. Das ist der Jura-Effekt. Na dann, Abmarsch. Nehmen wir uns die zwei Jurai-Mark. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten? Dämon, ne? Dämonen sind irgendwie selten geworden. Ja, ne? Dann hast du mal einen Dämon in der Flitsche. Nee. Nee. Schon lange nicht mehr gehabt. Lange keine... Oh, guck mal, heute kriegst du aber auch kein Geld, ne? Also man merkt richtig, die Inflation kickt. Die Inflation? $60? Ja, wir zahlen drauf. Sprit ist ja teurer. Ja, wollte ich gerade sagen. Allein dahin zu kommen. Alter, $60. Mittlerweile zahlen wir drauf. Wenden Sie jetzt. Wir machen nur Minus mit der Geisterjagd. Früher war es mal ein lukratives Geschäft. Früher war das richtig gut. Trotz Aufträge nur Minus. Wir haben so viele Aufträge wie nie, aber wir verschulden uns immer mehr, weil die Spritpreise. Spritpreise sind auch nicht mehr billig. Wer ist der Geist? David Brown. David Brown. Wo bist du? David Brown. Ich glaube, in dem Haus war er die letzten 20 Male im Keller, so gefühlt, ne? Ja. Öffne eine Tür. Da rollt was. Wo? Hier, Shampoo. 3. Shampoo. Shampoo. Kennst du das Video? Ja. Shampoo. Das ist so gut.
Shampoo. Oh Mann. Liebe Kinder, wir verlieren nie. Es ist einfach so gut. Es ist so gut. Warum hat er das auch in der Hand? Weißt du so? Die sitzen da und der eine hat keine Zähne mehr im Mund und so und alle lachen sich voll ein ab. Ich weiß es nicht. Das Internet ist toll. Das ist der Beweis. Na gut, bis jetzt haben wir aber auch nur Shampoo. Sonst haben wir nichts. Warte mal. Irgendwas ist da ein Fünfer? Ist das ein Fünfer? Nee, drei. Aber sehr starker Dreier. Ja, einen konstanten Dreier, ne? Aber ja, hier ist ein Konsti-Dreier. Oh, da war er schon Dottel. Direkt durchgedottelt. Konsti-Dreier ist hier drin. Er ist direkt durchgedottelt. Er hat gesagt, I feel it in my fingers. I feel it in my dottel. I feel it in my butthole. Anal plugs is all around me. Alter, der dottelt schon wieder ab da. Dottel dance. You dance if you dottel. You dottel a friend of mine. Und er schmeißt viele Sachen rum. Alter, er toucht hier auch Sachen. Klinken und so. If you dottel. Der ist sehr, sehr aktiv. Alter. Super aktiver Dottler. Ist ein Fünfer. Echt? Ist ein Fünfer, ja. Oh, und Frost. Uni und Frost? Ja. Onni. Das ist ein klassischer Onni. Der war ja da regelrecht gefangen in seiner, ja, ist also in seiner Klo-Kammer, ne? Na gut, dann können wir schon wieder Zauberpacke. Nee, warte mal. Kann doch gar nicht sein. Wieso? Du hast gesagt 5er F, Dodson, ja, Frost. Ich hab Fingerabdrücke an. Ja, ist Onni. Ich hatte falsch angekreuzt. Wenn du sagst, es ist so, dann ist es Onni. Na gut, dann schnell. Das war jetzt ein 2 Minutes. 2 Minutes Onni. Was gibt's dafür? Wahrscheinlich 40 Kröten. Ja. 40 Onni-Taler. Der hat sich ja jetzt auch. Der die Onani-Coins. Der hat sich ja breitbeinig dahin geonied. Ja, 60 Onis. 60 Onis. Also heute machst du echt kein Geld, ne? Nee. Ja, Freunde, das war unser Abenteuer in der Geisterwelt. Dreimal richtig, dreimal kein Geld, wie im echten Leben. Ja. Lasst eine kleine Bewertung da, vielleicht schaffen wir im echten Leben zu überleben. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und